Ja, hallo, Ann-Kathrin, schön, dass du da bist und für uns Zeit hast. Sehr Du gerne. bist ja eine ehemalige Spielerin von der TSG Hoffenheim und bist aus Gründen beruflicher Seite, so also Studium, bist du ja nach Dänemark gewechselt. Meine Frage wäre, was studierst du Spezielles in Dänemark, was man hier in Deutschland nicht studieren kann? Ich studiere General Engineering. Im Prinzip fängt man an mit allen generellen Ingenieursfächern, also Mathe, Physik, Chemie hauptsächlich und Grundlagen des Ingenieurswesens. Und von daher spezialisiert man sich dann weiter, was einen interessiert. Und in Deutschland muss man direkt wählen, was man machen möchte. Ist das Maschinenbau, Fertigungstechnik oder wie muss man das eingliedern? Ja, irgendwo ist es schon Maschinenbau, aber es geht in ganz verschiedene Richtungen. Meine Richtung oder was ich später machen möchte, ist quasi so Prothesenbau. Ah, okay. Das gibt es so in Deutschland nicht, leider. Und hier kann ich meine Kurse so wählen, dass ich in diese Richtung gehen kann später. Das ist also, das sind Prothesen für Handicapped People, richtig? Also für Ja, behinderte Menschen. sowas. Sowas in die Richtung, aber auch so Sachen wie, ja, generell auch so nicht unbedingt Prothesen im Sinne von Arm, Bein, auch Sachen wie, dass man besser sehen kann, so technologische Sachen. Oh, okay. Hört sich interessant an, ja. Und da muss man, wie lange jetzt in Dänemark studieren? Du hast vorhin, glaube ich, eine Zahl genannt. Ja, also ich mache Vier meinen Bachelor Jahre. hier. 3 Jahre, mein Bachelor auf jeden Fall hier. Okay. Danach mal gucken, wo es mich hin verschlägt. Vielleicht bleibe ich hier. Vielleicht gehe ich wieder zurück nach Deutschland. Vielleicht Europa, vielleicht Amerika, keine Ahnung. Ja, aber nach dem Bachelor, richtig? Nach dem Du Bachelor. wirst den Bachelor fertig machen in Dänemark und würdest dann entweder ein Anschlussstudium machen oder eben halt direkt einsteigen. Ne? Auf jeden Fall Anschlussstudium. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt in Dänemark, wenn man jetzt vergleicht, Dänemark, Deutschland, wie verbindest du Studium und Fußball? Ich stelle mir das wirklich schwierig vor. Ich wollte auch mal, ich habe auch mal höher gespielt, sieht man heute nicht mehr. Ich hatte wirklich Probleme mit meinem Fachabitur. Und mein Fußballtraining. Wie verbindest du das? Und ja, die Mädels auch in Deutschland, die müssen das ja auch entsprechend machen. Es ist ein sehr harter Alltag und auch nicht so einfach. Also mein Tag fängt morgens um 6 an. Ich gehe, je nach Tagesbeginn mache ich morgens Krafttraining bis um 9. Danach, leider danach frühstücken, weil ich davor nicht frühstücken kann. Auch viel ernährungstechnisch ist es schwer. Also ich habe einen Ernährungsplan und alles, der mir hilft, da auf der Schiene zu bleiben. Und dann gehe ich mittags ab 12 habe ich Uni bis um 3 und um 3 muss ich direkt. Normalerweise hätte man wie so Übungsstunden, wo man Aufgaben rechnen kann. Das fällt bei mir aber leider weg. Das muss ich dann nach dem Training alleine machen, weil ich um 4 Training habe bis um 6, halb 7. Dann nach Hause und wieder hinsetzen und für die Uni was machen, weil man sonst definitiv nicht hinterherkommt. Ja. Wie oft habt ihr Training in der Woche? Mannschaftstraining 4-mal die Woche, wie in Deutschland auch üblich, eigentlich. Aber natürlich ändert sich das je nachdem, ob man unter der Woche vielleicht Pokal hat, ob die Champions League wieder da ist, ob irgendwie die Spiele nicht freitags sind, nicht samstags sind, sondern sonntags. Es ist viele Schwankungen, die auch generell den Alltag nicht so planbar machen. Ja, okay. Torwartausbildung. Auch hier gibt es da Unterschiede zwischen Dänemark und Deutschland zum Beispiel. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. In Deutschland ist alles sehr technisch und sehr fokussiert auf diese Technik, dass du dich technisch richtig zum Ball bewegst, dass du den Ball technisch richtig fängst. Hier geht es, finde ich, viel mehr um Schnelligkeit, Ballgenauigkeit, also Fußtechniken im Generellen. In Deutschland war mein Torwarttraining mehr darauf fokussiert, Bälle zu halten. Hier mein Torwarttraining ist mehr darauf fokussiert, mitzuspielen und Okay. schnell in die richtige Position zu kommen.
Wir haben mal so einen Talk gehabt mit Arnold Schult und mit Laura Benkert. Und die haben auch erzählt, dass sie also viel mehr, also dort in Wolfsburg, auch in Bayern München, viel mehr auch das Mitspielen erlernen jetzt. Also, ja, das hatten wir in Hoffenheim auch, auf jeden Fall. Aber nochmal im Verhältnis zwischen Hoffenheim und Brøndby ist es wesentlich mehr, was ich hier mit fußtechnischen Sachen mache. Okay, also du bist richtig eine mitspielende Torhüterin. Du wirst ausgebildet als richtig mitspielende, quasi der Libero hinter der Viererkette. Ja, also es geht nicht so darum, nicht unbedingt so hoch zu stehen, vielleicht wie ein Libero stehen würde. Ja. Einfach Situationen spielerisch lösen zu können. Ja. Und egal wie der Ball kommt, mit dem Ball umgehen zu können. Ja gut, auch wenn der Gegner jetzt am Pressing ist, richtig weit vorne presst, dass du also quasi als Torhüterin die technischen und spielerischen Fertigkeiten hast, auch mal jemanden aussteigen zu lassen oder auch die Übersicht beweisen kannst, den gut stehenden Mitspieler zu sehen, richtig? Auf jeden Fall. Ah, in Hoffenheim war das einfach auf jeden Fall darauf fokussiert. Wir haben natürlich sehr viel gezockt in Hoffenheim, was natürlich auch uns ausgemacht hatte und Hoffenheim auch immer noch ausmacht. Hier ist es dementsprechend ein bisschen freier vom Spielerischen her. Hier sind es vielleicht auch mal lange Bälle, die in Hoffenheim nicht so oft der Fall waren. Aber zum Beispiel, ich hatte von meinem alten Torwarttrainer oft gesagt bekommen, mein First Touch, meine erste Berührung ist etwas, woran ich arbeiten soll. Hier, das Training besteht zu 90% aus diesem First Touch, dass ich den Ball ordentlich mitnehme und ordentlich verarbeite. Ja, jetzt ist bei dir das Video ausgeschaltet worden von dem Anbieter hier. Also wir sehen dich im Augenblick nicht, aber das ist ja nicht so schlimm. Ne? ja, also das hört sich ja schon mal sehr interessant an, diese Unterschiede. Und ich denke auch, das moderne Fußball-Torwartspiel ist ja das Mitspielen. Also die neue Generation der Torhüter, so wie Manuel Neuer zum Beispiel, der muss ja auch Entscheidungen auf dem Feld treffen. Also der muss technisch stark sein, im Prinzip ein ausgebildeter Fußballer. Ne? Ja, auf jeden Fall. Es wird, glaube ich, auch immer wichtiger. Ja, klar. Weil du musst ja Lösungen finden, wenn der Gegner wirklich ganz vorne presst, fast schon auf dem 5-Meter-Raum und dich unter Druck setzt, dann darfst du nicht nervös werden, sondern du musst sauber und ordentlich das Ding da hinten rausspielen. Ne? Oder eben halt den Gegner auch mal ausspielen. Ne? Klar. Ja, auf jeden Fall. Gut. Du hattest vorhin in dem Vorgespräch gesagt, dass die Aggressivität in Dänemark eine andere ist als in Deutschland. Aggressivität, was das Zweikampfverhalten, richtig? Ja, auf jeden Fall. Nah an der Gegenspielerin, sofort unter Druck setzen, das ist für dich Aggressivität. Also nicht jetzt faul spielen und am Trikot ziehen und diese Sachen, sondern wirklich, dass die Gegenspielerin den Atem spürt. Ja, aber auch in dem Sinne, dass die Zweikampfhärte generell, wie man den Ball unbedingt haben möchte, was anderes ist. In Hoffenheim hatten wir manchmal das Problem, wenn wir gegen internationale Mannschaften gespielt haben, dass wir überrascht waren, wie diese Mannschaften in die Zweikämpfe gegangen sind. Hier, als ich hierher gekommen bin, hatte ich auch am Anfang das Problem, wie Spieler in den Zweikämpfe gegangen sind und wo ich gedacht hätte, es wäre ein Foul, einfach weitergelaufen ist das Spiel. Aber ja, es ist nicht nur, wie der Abstand ist, sondern auch einfach mal am Trikot ziehen, mal auf dem Fuß stehen oder so. Das gehört auch dazu. Das gehört dazu, okay. Schiedsrichter, habt ihr weibliche Schiedsrichter oder männliche Schiedsrichter? Ist da beides. Beides, okay. Ja. Ja, weil in der deutschen Bundesliga sind es ja meist weibliche. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch unterschiedlich pfeifen, ne? Nö, eigentlich nicht. Nein? Es gibt eigentlich keine großen Unterschiede hier, muss ich sagen. Wir haben männliche Schiedsrichter, wir haben weibliche Schiedsrichter, wir haben Mischungen, also das Gespann gemischt ist.
Okay. Alle möglichen Kombinationen. Ja, ich hätte mir gedacht, dass die männlichen Schiedsrichter vielleicht mehr durchgehen lassen als die weiblichen Schiedsrichterinnen. Nee, manchmal würde ich sogar eher sagen, andersrum. Ah, okay. Was kann man denn zu der dänischen Liga noch sagen? Ich finde, natürlich unterschiedsmäßig ist, dass in der deutschen Liga wesentlich mehr Geld fließt zu den Spielern und auch generell. Ah. Zum Beispiel in Deutschland ist es inzwischen Standard, dass jeder Spieler einen Vertrag hat. Hier ist das nicht der Fall. Hier gibt es immer noch viele Spieler, die keinen Vertrag haben. In Deutschland sind Mannschaften, wo Spieler Vollprofis sind, Bayern, Wolfsburg, teilweise inzwischen auch Hoffenheim. Hier ist ganz wenige Spieler, die wirklich Vollprofi sein können. Ja, ich glaube, das sind große Unterschiede. Ach so, okay. Dann arbeiten die Spielerinnen, ja gut, wie in Deutschland dann auch nebenbei noch, ne? Ja. Dann muss man eben halt den richtigen Sponsor finden, um zu arbeiten, ne? Ja, hier ist es, glaube ich, auch im Brøndby manchmal das Problem. Wenn du dann international spielst, brauchst du natürlich auch einen Arbeitgeber, der das so gewährleistet, dass du einfach mal sagen kannst, ich bin jeden Monat vielleicht mal eine Woche weg. Ja, okay. Du hattest auch von Mentalität gesprochen. In Dänemark wäre eine andere Mentalität. Was verstehst du unter anderer Mentalität? Es ist einfach kulturbedingt, glaube ich, wie die Menschen hier miteinander umgehen. In Deutschland sind wir sehr hierarchisch, würde ich sagen. Ja. Der Trainer steht an höchster Stelle, danach kommt, also das Trainerteam steht an höchster Stelle, danach der Kapitän und danach auch die Spieler abgestuft in irgendeiner gewissen Weise. Hier sehe ich das nicht so. Unser Trainer, keine Ahnung, ich fühle mich... Das hört sich irgendwie so drastisch an, aber ich fühle mich irgendwie ein bisschen mehr eingebunden in alles. Ich habe mehr Handlungsfreiheiten, was mir zu meinem Spiel, glaube ich, gut tut. Was es manchmal aber auch, finde ich, schwerer macht, wenn neue Spieler ins Team kommen, weil eben nicht so viele Regeln da sind, wie das, der Fußball gespielt wird. Aber auch, finde ich, innerhalb der Mannschaft irgendwie... Eine sehr gute Freundin von mir ist 10 Jahre älter als ich. Aber ich merke diesen Unterschied irgendwie nicht so krass, wie in Deutschland der Unterschied war. Okay. Also ihr habt gewiss, das hast du vorhin auch gesagt, ihr habt ein gewisses Mitspracherecht, weil die Hierarchien halt nicht so abgestuft sind wie in Deutschland. Das heißt, in den Mannschaftssitzungen, da wird gemeinsam vielleicht auch beraten, wie man den nächsten Gegner packen könnte. Ja, das wurde, glaube ich, ist in Deutschland auch so, dass wenn irgendwas nicht klappt, dass der Spieler sagen kann, nee, das klappt jetzt nicht so. Aber keine Ahnung, ich finde hier ist einfach, dass wir dann wirklich was ändern oder wie wir Mitsprache haben, irgendwie mehr. Es ist schwer, finde ich, auszudrücken. Es ist einfach der Eindruck, den ich hier gewonnen habe. Ja gut, Dänemark oder die nordischen Länder sind ja sowieso ganz anders, auch in den Firmen, im Firmenbereich sind die ganz anders aufgestellt. Die viel kumpelhafter, kooperativer sind die. Das habe ich jetzt auch durch meine Geschäftsreisen auch festgestellt. Also ich war auch Dänemark, Schweden, Finnland. Das wird sie wahrscheinlich dann im Fußball übertragen. Ja, ne? Das kann man, glaube ich, ganz gut so sagen. Ich denke mal, ne? Dass es so sein wird. Ja, wie seid ihr? Ihr seid jetzt schon mitten mehr oder weniger in der Serie, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Ihr habt schon mehrere Spieltage hinter euch, nicht nur vier. Ne? Wie steht ihr im Augenblick? Ich glaube, oben, ne? Wenn ich das mal... Ich muss sagen, der Start in die Saison war sehr, sehr holprig. Ja. Und sehr, sehr schwer. Wir hatten sehr viele Spiele in einer sehr kurzen Periode. Wir hatten eine sehr, sehr kurze Vorbereitung. Einfach, weil nach der langen Corona-Saison einfach auch Zeit sein musste für mal Pause, hatten wir nur eine Vorbereitung von einem Monat, was sehr, sehr kurz ist. Und dann hatten wir ein sehr schweres Anfangsprogramm. Wir hatten, glaube ich, in einem Monat 10 Spiele.
oder 12. Von daher kam man auch gar nicht so ins Rollen. Und die ganzen Spieler, die wir letzte Saison verloren haben, Entschuldigung. Wir hatten im Vergleich zur letzten Saison 10 Spieler verloren aus der Startelf. Aus der Startelf, glaube ich, 6 von den 10 Spielern. Das macht einfach einen extrem großen Unterschied, weil auch sehr viele erfahrene Spieler aufgehört haben, wo sich die Mannschaft einfach von erholen musste und erstmal lernen musste, wie man zusammen Fußball spielt. Also es brennt wie in einem Umbruch. Ja. In einem Verjüngerungsmodus. Nicht unbedingt Verjüngerungs, einfach generell Umbruch. Viele Spieler haben einfach aufgehört oder sind gewechselt. Ja, okay. Mhm. Ja gut, das ist natürlich klar, dann wird es erstmal ein bisschen holprig, weil man muss sich ja erstmal an alles Mögliche gewöhnen, an den Trainer, an die Umgebung und so weiter und so fort. Ne? Ja. Ja, okay. Wie ist das eigentlich bei euch mit Trainingssteuerung und Belastungssteuerung? Speziell abgestimmt auf die Frau oder die Fußballerin, wird da drauf geachtet bei euch? Ja, wir können auf jeden Fall sagen, wenn wir sehr viel Stress auf Arbeit oder Uni hatten, dass wir vielleicht mal heute nur Krafttraining machen, nur laufen gehen oder so. Wir haben auf jeden Fall auch die Steuerung über die Pulsgurte, also dass unser Athletiktrainer sammelt, wie die Belastung während des Spiels war, wer wie viel gelaufen ist. Und dementsprechend ist, wie ganz normal, auch montags dann für die, wo weniger gespielt haben, mehr Belastung als für die, die gespielt haben. Ja, eigentlich ganz normal. Ihr habt auch dieses Gerät, ne? Führt ihr mit dem Spiel, ne? Kann man sagen? So ein Aufzeichnungsgerät? Ja. Aha, okay. Und dann wird dann alles entsprechend ausgewertet. Und dann und bei der Besprechung wird das dann, kommt das zutage? Wird das in Einzelgesprächen nachher gemacht oder wird das im Gesamten nachher ausgewertet? Nee, man kann nach dem Spiel gucken, wie viel man gelaufen ist, wie viele Sprints man hatte und so. Das ist sehr individuell. Aber wenn dann zum Beispiel gesehen wurde, dass du über eine gewisse Zeit zum Beispiel extrem viel gelaufen bist in einem Spiel oder so, kann sein, dass du dann mal in einem Training rausgenommen wirst und weniger machst dann für diesen Tag oder so. Ah, okay. Also so wird dann halt dann gesteuert, ne? Okay, ja. Das finde ich gut, ja, ist richtig. Kannst du mir vielleicht verraten, was so eine Mittelfeldspielerin läuft an Kilometer? Oh, weißt du das jeweils? Ich glaube, im letzten Spiel war der Durchschnitt in der Mannschaft um die, ja, zwischen 8 und 10. Also das letzte Spiel war zum Beispiel sehr intensiv. Ja, ja, okay. Ja, ich wollte es einfach mal wissen, weil man ja immer sagt, Frauenfußball, das ist einfach nur Kreisliga und diese ganzen Geschichten. Ich kann nur sagen, das ist völliger Humbug, weil ihr unglaubliche Leistungen erbringt, was Trainingsbelastung angeht und auch Laufleistung, taktisch, spielerisch. Sicherlich darf man das nicht vergleichen, auch klar, aber ihr habt tolle Werte, wenn man so die Laufwerte sieht. Ne? Das sind schon 10 Kilometer, das ist schon was. Ne? Ja. Gut, wolltest du vielleicht noch zum Abschluss Hoffenheimerinnen grüßen, auf Dänisch? Ja, nicht vielleicht auf Dänisch, aber auf jeden Fall wünsche ich ihnen ganz viel Glück für die kommenden Champions League-Spiele und auch in der Liga. Und ich finde es mega, was in Hoffenheim geleistet wird und wie die Entwicklung in Hoffenheim war und immer noch ist. Und ja, auf jeden Fall bin ich dabei, wenn sie in Dänemark sind und gegen Köln spielen. Ja, das finde ich toll. Du hast ja auch, glaube ich, zum Abschied hast du einen längeren Artikel geschrieben. Den habe ich mal ein bisschen überflogen. Hast dich für die lange Zeit bedankt für deinen ersten Einsatz und was man für dich getan hat bei Hoffenheim. Dieser Artikel war absolut toll, fair. Zeigt, dass du eine tolle Persönlichkeit bist. Dankeschön. Und ja, dass du jetzt auch nochmal lobende Worte nach Hoffenheim richtest, zeigt doch einfach, dass da irgendwann auch mal die Tür wieder offen ist, da zurückzukommen. Ne?
Ich hoffe. Ja, sicher, glaube ich schon. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich nochmal für deine Zeit. Vielen Dank an den Papa, dass er das ermöglicht hat. Und ja, ich werde auf jeden Fall Brøndby jetzt mehr beobachten. Sehr schön. Okay, super. Danke. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss.